Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen in der Reihe Gute Vorsätze mit dem Thema aktive Entspannung. Wir werden heute einige Positionen einnehmen und in diesen Positionen ganz bewusst atmen. Das heißt, wir atmen durch die Nase ein und durch den Mund, durch die Lippenbremse wieder aus, so dass du deinen Atem verlängern kannst. Du kannst auch mal versuchen zu zählen, zum Beispiel bis drei zu zählen beim Ausatmen, so dass dein Ausatmen immer etwas länger ist wie dein Einatmen. Versuch dich ruhig zu entspannen, versuch die Gedanken kommen und gehen zu lassen und du wirst sehen, diese Übungen tun auch deinen Atem, erweitern auch unsere Atemräume, also tun unsere Atmung gut, wenn man Probleme hat mit ein bisschen Asthma oder Probleme hat bei der Bewegung zu atmen, dann hilft einem das ungemein und es entspannt natürlich auch. Also mach einfach mit. Wir kommen zuerst mal in den Vierfüßlerstand. Die Hände sind unter den Schultern, die Knie sind unter deiner Hüfte. Zieh dich raus aus deinen Schultern, lass deine Ellbogen ganz leicht angebeugt und jetzt atmest du aus und atme ein durch die Nase und mach dich mal ganz rund. Dann machst du deinen Rücken wieder nach unten rund, das heißt, du ziehst deinen Bauchnabel Richtung Boden, atmest ein, atmest aus. Und machst dich ganz rund. Atme ein. Und atme aus. Du kannst es gerne in deinem Atemrhythmus machen. Versuche in jeder Bewegung so 5 bis 6 Atemzüge zu machen. Einmal und dann kommst du langsam wieder zurück, versuchst deinen Rücken in die neutrale Position zu bringen, das heißt im unteren Rücken ist eine leichte Krümmung Richtung Boden, streck deinen rechten Arm, dein linkes Bein jetzt mal auseinander und jetzt versuchst du mit dem Einatmen dich da mal lang zu ziehen, hab das Gefühl, dich zieht jemand an der rechten Hand und am linken Bein. Ausatmen, wieder etwas lösen. Einatmen, ziehen. Und ausatmen, lösen. Ein. Noch ein letztes Mal, 5 bis 6 Mal immer. Und dann löst du langsam wieder auf, kommst mal kurz tief, nimmst deine Stirn auf deine Hände und spüre jetzt mal nach. Spür mal rein in deinen Rücken. Hat sich was verändert? Deine Länge? Vielleicht dein Atemraum auf einer Seite. Und mit dem nächsten Ausatmen richte dich nochmal auf. Platziere deine Hände unter deinen Schultern. Zieh dich raus aus deinen Schultern. Nimm deinen linken Arm, dein rechtes Bein. Atme ein, zieh dich lang. Und atme aus. Ein. Durch die Lippenbremse ausatmen. Ein letztes Mal noch. Und wieder lösen. Einmal noch absetzen. Kurz nochmal entspannen. Rück die Hände unter die Stirn.
Und nochmal langsam nach vorne kommen. Komm nochmal runter in die Bauchlage. Einmal ablegen. Und streck deine Arme nach vorne. Lass deinen Blick nach unten. Fußspitzen schauen leicht nach außen. Zieh deinen Bauchnabel in Richtung Wirbelsäule. Und auch hier versuchst du jetzt nochmal deine rechte Hand, dein linkes Bein so richtig lang am Boden auseinander zu ziehen. Ausatmen, wieder lösen. Einatmend, Länge. Und versuch vielleicht wirklich bis drei zu atmen, wenn du ausatmest. Bis drei zu zählen. Einmal noch. Kurz entspannen. Vielleicht merkst du auch deine Rückenmuskeln. Und vielleicht hast du das Gefühl, dein Becken liegt etwas schief. Und dann nimmst du noch einmal deine Arme nach vorne, Schultern tief, mit dem Einatmen zieh dich lang und aus. So lang wie du kannst auseinanderziehen. Noch einmal. Dann entspann dich nochmal und lass nochmal ganz locker den unteren Rücken entspannen. Vielleicht dein Becken so ein bisschen nach rechts und links pendeln lassen. Nimmst du deine Hände neben deine Schultern, ziehst dich mal nach oben, machst deinen Rücken kurz mal rund. Machst den Rücken nochmal ganz gerade und legst dich mal auf die Seite. Streck dich mal ganz lang jetzt. Das heißt, du streckst deine Beine, du streckst deine Arme nach hinten aus. Jetzt hab das Gefühl, dich zieht jemand an dem oberen Arm und an dem Bein so richtig in die Länge mit dem Einatmen. Mit dem Ausatmen löse und spür mal ganz bewusst, wie deine Wirbelsäule auseinandergezogen wird, wie deine Bandscheiben Luft kriegen zum Atmen. Und denk immer noch ins lange Ausatmen.
Und beim nächsten Mal wieder lösen. Kurz mal entspannen. Deine Knie ranziehen. Und einmal nach oben kommen. Einmal zum Sitzen. Auf die andere Seite. Mach dich erstmal ganz lang. Arme und Beine strecken. Hab das Gefühl, hier ist jemand und zieht dich mit dem Einatmen in die Länge. Mit dem Ausatmen wieder lösen. Nase ein, Mund aus. Wenn es wackelig ist, dann ist es schon gut so. Lässt du wieder los. Ziehst deine Knie nochmal zu dir ran und lass dich einfach mal in die Rückenlage umfallen. Einmal rumdrehen. Mach dich mal ganz klein. Zieh deine Oberschenkel zu dir ran und zieh mal dein Becken kurz ein bisschen nach oben und löse wieder. Einmal nach oben ziehen und wieder lösen. Bleib hier, nimm deine Unterschenkel, ich muss noch ein bisschen wegrutschen, öffne deine Beine, atme ein und mit dem Ausatmen kippst du jetzt mal zu mir zur Seite. Atme ein, öffne deine Beine und mit dem Ausatmen kippst du zur anderen Seite. Einatmen und aus. Ganz entspannt. Den Atem fließen lassen. Ein letztes Mal noch zur anderen Seite. Dann kommst du wieder zur Mitte. Stellst deine Füße einfach nacheinander auf. Streck deine Beine aus. Bleib mal ganz entspannt liegen. Kannst deine Hände gerne unter der Bauchnabel ablegen. Schließ rück deine Augen, atme ganz tief ein. Versuch deinen Bauchnabel zu heben, deinen unteren Bauch, dann dein Brustbein und mit dem Ausatmen Bauch aus und Brustkorb aus. Atme ein durch die Nase. Bauch ein, Brustkorb ein, Bauch aus und Brustkorb aus. Wie eine Welle, einatmen Nase und ausatmen Mund.
Und vielleicht merkst du jetzt, dass du tiefer einatmen kannst wie sonst. Und ein letztes Mal noch. Und mit dem nächsten Einatmen nimmst du deine Arme hinter deinen Kopf. Und dann darfst du dich gerne noch mal ein bisschen strecken und recken und gähnen. Rechts und links. So richtig lang ziehen. In alle Richtungen, dahin, wo du vielleicht das Gefühl hast, du möchtest dich noch hinstrecken. Dann stellst du deine Füße auf. Lässt deine Knie einfach mal auf eine Seite kippen. Und bleib noch mal ganz klein einen Moment liegen. Richte dich dann langsam wieder auf zum Sitzen. Einmal ganz entspannt im Schneidersitz sitzen. Deine Schultern nochmal so richtig locker lassen. Nochmal einatmen, dich lang machen. Nochmal ausatmen, richtig lösen. Und ein letztes Mal nochmal einatmen, dich strecken. Vielleicht nochmal räkeln und lang ziehen und mit dem Ausatmen locker lassen. Ich hoffe, du hast dich jetzt ein bisschen entspannt und trotzdem ein wenig bewegt und gekräftigt und gedehnt. Ich hoffe, du fühlst dich wohl in deiner Haut. Wenn du noch mehr Videos mitmachen möchtest von mir, schau mal auf den Infopunkt da oben. Oder unten in die Beschreibungen, falls du auf Facebook auf meiner Seite Gefällt mir drücken möchtest oder meinen YouTube-Kanal abonnieren möchtest, würde ich mich freuen. Ich freue mich aber auch, wenn du einfach beim nächsten Workout wieder dabei bist.